Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3 hier in der Disaster Area. In der letzten Folge haben wir Izalith gefunden oder so irgendwas. Wir sind jedenfalls in diesen schwelenden See gegangen und haben dort Dämonenruinen gefunden. Und das erinnert doch alles schwer an Izalith, deswegen glaube ich mal, dass es was damit zu tun hat. Und genau dahin werden wir jetzt wieder zurückgehen. Keine Ahnung, wieso die Dämonenruinen, warum das Leuchtfeuer hinter diesem Zimmer des oder dieses Vorzimmer des Königs ist, wo wir doch hier das zuerst gefunden haben. Keine Ahnung, ergibt sich vielleicht noch. Vielleicht soll man auch zuerst durch diesen Bossnebel gehen, ganz am Anfang, und von da landet man dann auf der anderen Seite oder so irgendwas, keine Ahnung. Aber wir machen hier jetzt erstmal weiter und wir dürfen auch auf keinen Fall vergessen, dass wir später Anri noch Bescheid geben, dass wir Horus gefunden haben, damit der ihre Questline auch weitergeht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Wenn wir das nächste Mal zurückgehen, dann werden wir schon daran denken. Ja, das ist jetzt gemein. Ich wollte eigentlich den da anvisieren und nicht diesen blöden, diese blöde Kugel da. Ist jetzt ein bisschen scheiß gelaufen hier. Ja, das gehen wir schon hin. Daneben. Hör auf zu heulen. Die sind glücklicherweise ziemlich einfach in Blutung zu setzen. Muss da schon ganz gut auf die einhacken, aber kann noch recht viel passieren. So, hier unten waren wir jetzt noch nicht. Gehen wir doch mal hier lang. Das sieht wahnsinnig toll aus. Daneben. Aua. Boah, scheiße. Oh Mann, ey, hier wirst du ja von allen Seiten beschossen. Okay, also hier runter ist eine richtige Idee. Ah, da sind die anderen. Okay, alles klar. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen. Ich glaube, da müssen wir Pfeil und Bogen auspacken. Ich glaube, sonst gibt das keinen da. Weil der wird ja von allen Seiten beschossen. Ist ja abartig. Und ich habe jetzt extra schon einen Flammensteinplattenring angelegt, damit ich nicht so viel Feuerschaden kriege, weil wir es hier offensichtlich mit viel Feuer zu tun haben. Also, ja, das war jetzt mal. Krass. Aber jetzt wissen wir es besser. Jetzt wissen wir, was wir so ungefähr machen müssen. Habe ich wirklich den ausgewählt? Also, die machen immer noch ziemlich viel Schaden. Ah, cool. Jetzt treffe ich den nicht. Ja, es läuft ja alles wunderherrlich hier. Was ist denn noch so ein Scheiß? Jetzt daneben! So, weg damit. Schnauze jetzt. Aber immer schön weiter Titanitscherben droppen. Die droppen echt sau viele. So, hoffentlich kann ich jetzt von hier aus überhaupt was bewirken. Gut, ich glaube, die Dinger zu zerschießen bringt mir nicht so viel, ne? Zumindest, nicht so viel. Weil die können ja einfach wieder neu aufleben lassen oder so, ne? Glaube ich. Ja. Vom Bogen. Autsch. Nein, 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 nein. Wie schnell die auch schießen können, ne? Diese Scheißteile. Guck ich das an? Das ist ja ätzend. Na, versuchst du nur. Ah, wenn wir den hier wegklatschen, dann müsste zumindest einer von ihnen schon verschwinden. Es sei denn, der andere hat da in der Zwischenzeit 3000 neu beschworen. Okay, da haben wir noch einen. Den schießen wir mal weg. Da hinten schießen wir jetzt auch mal weg. Ah, fast. Hep. So, da oben ist noch einer. So, jetzt müssen wir uns um das andere Fieder kümmern, bevor der wieder neue hier pflanzt. Das wollen wir ja nicht. Gut, dass wir den so staggern können. So, jetzt noch ein Backstep. Dann hat sich das Teil. Ja, und die sterben dann auch. Super, wunderbar. War doch schon viel besser. Das ist echt ein Taurus-Dämon, ne? Nur dem seine Waffe fehlt, der Dämonen-Großhammer. Ah, krass, ey. Also wenn das nichts mit Izalith zu tun hat, dann weiß ich echt nicht mehr weiter.
bin ich jetzt wahrscheinlich auf der Rückseite, ne? Bist du jetzt zurückgegangen? Das sieht schwer so aus. Ja. Ich bin wieder zurückgegangen. Ich dachte eigentlich, das ist die andere Treppe. Okay. Dann müssen wir halt noch eins weiter. Gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ja, hier ist ein Gang. Hier sind ganz viele Gänge, ey. Ich habe ja gesagt, also hier wird uns wahrscheinlich richtig leicht verlaufen können. So, hier haben wir dann nur auf der Rückseite. Da oben sind aber die ganzen Gegner, mit denen ich jetzt nicht anlegen. Okay, dann erkunden wir doch mal hier die Gänge. Gehen wir erstmal hier durch. Das ist irgendwie verdächtig. Hier klebt zumindest nichts irgendwie an der Decke oder so. Ist da irgendwas? Yep. Nix da. Schnauze. Illusion, aber Loch. Ja, das kann ja lustig werden. Was ist denn hier? Was? Was? Okay, da ist irgendwas erschlagen worden. Was geht da ab? Oh, hallo. Daneben. Ah, scheiße, wenn man daneben schlägt. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Man. Boah, hat der uns jetzt einen mitgegeben, ey. Und okay, jetzt müsste ich was trinken können. Zack, zack. Scheiße. So, jetzt Backstep. Geschafft. Oh, eine Glut. Die kann die Glut droppen. Das ist ja krass. Das ist geil. Und der hat hier auch gegen die Viecher gekämpft. Schwert des schwarzen Ritters. Das hört sich doch vielversprechend an. Das hört sich doch vielversprechend an. Okay, hier sind nur irgendwelche Leichen. Das sind Taurus-Dämonen, ne? Krass. Mehr scheint aber nicht zu sein. Ich frage jetzt mal lieber nicht nach, was für ein Loch der gemeint hat. Das will ich gar nicht wissen. Der schnappt mich da an. Kommst du jetzt oder was? Stirb! Ich wette, die können auch diesen komischen Sprungangriff, deswegen bin ich bei dem was vorsichtiger. So, ich will, dass der herkommt. Die Statue ist sowieso endlangsam. Das waren sie jedenfalls mal. Hier ist schon ein bisschen flotter zu sein. Autsch, autsch, autsch. Boah, da kommt man ja überhaupt nicht mehr weg aus diesem scheiß Feuerstrahl. Die sind ja richtig ätzend geworden. Früher waren die voll einfach. So. So, droppt der irgendwas? Nö. Es ist ja jetzt auch angekündigt worden, das erste DLC. Das erste von zweien. Und das ist genau das Gegenteil. Obwohl es Ashes of Ariandel heißt, geht es eher in den Norden, denn es wird sehr, sehr, sehr kalt. Da ist dann so Schnee, irgend so ein seltsames Schloss oder so irgendwas in der Richtung. Es werden auch ein paar, also in dem Trailer werden auch ein paar neue Zauber, also Pyromantien, Wunder, alles mögliche gezeigt. Und es sieht doch sehr, sehr interessant aus. Und man sieht auch schon, man kann auch schon einen Blick auf ein paar echt interessante Bosse erhaschen. So, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, scheint nur der eine Gegner zu sein. Können die nicht backstabben, oder? Das müsste jetzt eigentlich einer gewesen sein, ne? Aber hey, mir passiert ja viel. Da laufe ich jetzt lieber nicht rein. Der soll herkommen, wenn er was von mir will. Wenn er was von mir will, was nicht so aussieht. So können wir es auch machen. So, da ist nichts.
Dann ist der jetzt als nächstes fertig. Oh, Mist. So, zack. Aber mit denen kommt man doch eigentlich ganz gut zurecht. Oh Gott, ey, jetzt weiß ich ja gar nicht. Jetzt bin ich schon so viele Abzweigungen gegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich hin? Da ist irgendeine Treppe. Da kam ich her, ne? Ja, da liegt eine Leiche. Da kam ich ganz klar her. Das muss so sein. Hier ist noch irgendein Gang. Hier ist, glaube ich, das Leuchtfeuer wieder, ne? Ja, okay. Es scheint doch irgendwie, dass alle Gänge in dieselbe Richtung führen. Oh, was habe ich hier für einen Gang? Okay. Das ist doch... Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? 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 Ah, es ist nur eine Glut. Okay. Dafür muss man sich nicht extra eine mega geile Falle ausdenken lassen. Das war wohl der Gedanke dahinter. Okay, ist was Totes. Also war ich ja wohl schon mal. Das war anscheinend schon nochmal so eine Querverbindung. Das ist ein großer Raum hier, in dem ich schon war. Okay, dann müssen wir jetzt wieder ein Stück zurück. So, hier bei den Taurus-Dämonen war ich ja schon. Hier war die Wand. Okay, dann sind wir jetzt wieder hier am Anfang. Haben wir den Abteil schon mal abgehakt und können wir jetzt hierhin weitergehen. Was ist da vorne für ein Vieh? Und so eine Ratte. Wofür sich hier rechts ist, geht's auch noch weiter. Aber Ratten machen mir zum Glück nichts aus. Die klatschen mir so weg. Oh, hier ist ja Gras. Oh, wie toll. Oh, da ist noch eine Ratte. Hau ab, du Ratte. Ich mag keine Ratten. Okay. Noch mehr Ratten. Aua. Lass das, blödes Vieh. Lieber noch mal was trinken hier. Scheinbare Wand, echt? Tatsächlich. Okay, nice, danke. Das ist eine gute Nachricht. Ist noch nicht großartig bewertet worden, also machen wir das mal. Müssen wir dem doch mal recht geben, ne? Da unten sind ganz viele Ratten, da wollen wir also möglichst nicht runter. Ey, ist das... Das ist doch eine... Das ist doch irgendwie Quelag oder so, ne? Das sieht schwer danach aus. Traurigkeit, ja. Kelana. Tatsächlich. Krass. Oh Mann. Das finde ich jetzt einfach scheiße. Kelana war eine gute. War eine echt gute. Oha. Oha, jetzt geht's ab. Oha. Ja, die Lava scheint weh zu tun. Ich glaube nicht, dass ich da einfach so durchspazieren kann. Da muss es irgendeinen Trick zu geben. Irgendein besonderer Ring oder so. Ich weiß es nicht. Oder man muss wieder so machen wie in Dark Souls 2. Oh, das hat irgendwas hiermit zu tun. Oh, da ist auch noch so eine ganz große, fette Ratte. Was da hinten? Kommt man da auch hin? Keine Ahnung. Naja, hier gibt es ja mehr als nur einen Weg. Gucken wir erstmal weiter, bevor wir uns da wieder irgendwo blind in ein Rattennest stürzen. So, du kannst sterben gehen. Ist da noch ein Vieh? Nö. Hier ist ein Loch in die Lava. Wie fies. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Die Treppe runter. Würde ich sagen, hier ist dieses Rattennest, ne? Was wir gerade eben gesehen haben. Yep, das sieht schwer danach aus. Was ist da? Da geht es noch weiter runter. Gut, an der Decke scheint nichts zu sein. Dann können wir uns jetzt hier erstmal mit diesen Riesenrattenviecher anlegen. Die sind zum Glück nicht so schwer. So, was willst du mir hier erzählen? Truhe voraus. Okay, ist schon mal gut zu wissen. Blöd, dass da ganz viele Rattenviecher im Weg sind. Oh Gott, sind das viele. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Einfach so, zack. Er hat jetzt zwar jetzt getroffen, aber... Oh, wow, Triple Kill. Jawohl. 3 mit einem Streich, das ist aber super. So, die bei hier auch noch. Die rauslocken, nicht, dass da noch irgendwas von der Seite angeschossen kommt. Solange wir hier, sobald wir hier sind, hier ist ja gar nichts.
Hier ist ja gar nichts, auch keine Truhe, nichts. Gemein. Ist das echt wohl nur eine Falle für die, die da runterfallen? Dass die hier direkt von allen, von 3000 Ratten angegriffen werden. Und der Arsch sitzt da also auch noch eine Nachricht hin, von wegen, ja, da ist eine Truhe. Oder Moment, der zeigt ja ganz woanders hin. Aha! Okay, jetzt sieht die Sache schon anders aus. So, und natürlich checken wir die erstmal. Scheint okay zu sein. Ein paar große Lichter nicht scherben. Gut, das ist jetzt nicht der Fund des Jahrhunderts, aber vielleicht geht es noch weiter. Ja, es geht noch weiter, jawohl. Ach, sieh mal einer an. Meine fiesen Frösche. Und da ist auch noch was. Eiserles Stab. Nice. Jetzt hätte ich eigentlich nochmal zurückgehen müssen und da eine Nachricht legen sollen, weil da war jetzt keine. Aber jetzt komme ich natürlich nicht mehr zurück, ne? Boom. So. Du kommst am besten gar nicht erst dazu. Gleiches gilt für dich. So. Hätten wir hier diesen Flugspaß schon mal aufgehoben. Boah, ist aber richtig verzweigt hier, ne? Was? Wo? Da. So, weg damit. Jetzt schön schnell aus dem Leben wieder raus. Der verschwindet da schon irgendwie in Dings. Oh, da ist noch eins. Oh, da sind noch ganz viele. Boah, jetzt muss ich aber hier aufpassen. Jetzt muss ich aber hier echt aufpassen. Am besten gar nicht erst zum Spucken kommen lassen. So, machen wir erstmal einen großen Bogen da drum. Hallo? So. Sonst noch irgend so ein Froschvieh, was ein Schwert in die Fresse haben will. Oh, Titanitschuppe, das ist aber nett. Gott, wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Ich nehme an die Treppe, die wir gerade eben gesehen haben. Oder vielleicht ist es auch die Treppe hier. Die führt dahin, wo wir schon waren. Da standen wir ja auch schon mal vor so einer Treppe, die nach unten führte. Ich nehme mal an, das ist eine davon. Boah, hier geht's auch noch lang, ey. Gott, ey, ich würde mich hier total verlaufen. Ich würde mich hier sowas von verlaufen. Da ist wieder die Lava. Dann gehen wir mal runter, vielleicht liegt da irgendwas. Oder vielleicht kommt da irgendwer. Richter schlechter Zorik, was geht ab? Jetzt erstmal Schwert in die Fresse. In den Rücken. Oh. Oh. Autsch. Oh Gott. Okay. Ich krieg eine neue Geste dafür, dass ich gestorben bin. Cool. Gut, dass ich gestorben bin. Das wusste ich natürlich. Das war Absicht. Sonst hätte ich die Geste nicht bekommen. Alles klar. Mein Dank. Alles klar. Ich hätte nicht zweimal rollen dürfen. Ich hätte es bei einmal lassen sollen. Hier, so ein Schwert ist doch irgendwie ein bisschen zu groß. Ja, scheiße. Wo war ich jetzt? Wo sind meine Seelen und so weiter? Scheiße. Oh, jetzt ein ganzes Mist nochmal machen. Ja, zumindest einen Bereich hatte ich abgehakt, ne? Also so einen kompletten Bereich. Ja, hör auf mit dem Scheiß hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn da dieses Vieh im Weg ist. Dieses Teil da auf mich ist. Wobei da noch mehr sind. So, Blutungsschaden sei Dank. Also, vielleicht sollte ich mich jetzt nicht großartig mit den Viechern anlegen, sondern einfach zusehen, dass ich hier wegkomme. Oder das Vieh einfach hier reinlocken. Das geht auch. Wow. Okay. Zack. Und einfach nach hinten. Jawoll. Die scheint anfällig für Blutung zu sein. Das gefällt mir natürlich. So, mit denen ich mich gerade gar nicht großartig anlegen. Dafür ein bisschen zickzack. Die sollen ein bisschen als Deckung. Links waren wir schon, also müssen wir rechts weiter. Da waren wir auch schon, also gehen wir mal geradeaus. Ich nehme ja an, dass das dann nur so ein Rundlauf ist, aber das sehen wir jetzt. Wo sich wohl noch? Sozusagen unten. Ach ja, hier ist dieses Loch. Okay, dann gehen wir. Ich traue mir jetzt nicht zu, darüber zu springen. Dann gehen wir lieber den Umweg hier durch.
Aber haben wir das geklärt? Wissen wir schon mal, wo das hinführt? Weg da. Ah, da kommen noch mehr. Daneben. Tja, blöd, wenn man daneben springt, ne? Oder daneben schlägt. Oder auf ein Schild schlägt. Ich kann da leider kein Mitleid zeigen. Tut mir leid, Ratti. So, was war hier nochmal gebacken? Ach ja, hier war dieses Riesenvieh. Sollte aber nicht kommen, wenn ich hier lang gehe. Aber hier war ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Sieht nicht so aus. Hier war nicht irgendwie noch eine Verzweigung oder so. Nee, aber ja, wollte gerade sagen, ich höre doch schon irgend so einen Frosch. Also sind wir zumindest in der Nähe. Ah, da ist sie. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Zack. Immer kurze Stöße hier. So, den hätten wir schon mal. Den haben wir auch schon mal einen verpasst. Jetzt laufen wir einfach einmal drumherum. Und werden hoffentlich nicht verflucht. Oh, jetzt haben wir hier ein Problem. Hallo, was machst du denn hier? Gut, dass die außer Spucken nicht großartig viel machen, ne? Das wäre sonst ein Problem gewesen. Okay, der wird uns schon mal nicht mehr stören. Den haben wir auch ganz gut erwischt. Jetzt kriegt der hier noch was ins Auge und das war's. Tja, Froschis, das ist ins Auge gegangen. Oh, da ist ja noch einer. Okay, da war aber noch ein Streich weg. So, und hier, das müsste es gewesen sein, ja. Und da unten müssten dann meine Seelen sein. So, diesmal wissen wir ja, was kommt. Oh nein, da ist er schon. Oh shit. Ich dachte, er kommt jetzt erst später. Aber wenigstens kann ich mich jetzt hier erstmal heilen. Autsch. Heilen, ja. Seelen, danke. Ah, Ausdauer. Scheiße, hat jetzt nicht im Blick. Das wird lustig. Gegen den Zurik hier. Wer war den Zurik nochmal? Ich kenne den doch. Ich habe den Namen schon mal gehört. Boah, da werde ich mit meiner... Oh, scheiße. Da werde ich nicht viel mit meiner so wenig Ausdauer machen können. Es reicht nicht, wenn ich sehe, wo ich eigentlich hinrolle. Was zur Hölle? Wo bin ich? Da so eine blöde Haltung oder so. Ich, naja, also mit dem Schild, ich weiß nicht. Na, ist dem dann auch egal. So, jetzt gibt's hier aber. Oh, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ah, schon wieder, Mann. Aber mit dem Schild macht gegen den irgendwie keinen Sinn, ne? Weil der haut mir dann den Schild weg und kann ich natürlich auch nicht mal rollen. Das hat auch nicht funktioniert. Also ich muss da schon irgendwie zusehen, dass ich ohne... Also hatte ich jetzt jedenfalls das Gefühl, dass es viel besser geht, wenn ich ohne Schild gegen ihn kämpfe. Mit Schild macht irgendwie keinen Sinn. Das Problem ist, wenn er mich trifft, bin ich wahrscheinlich tot. Aber naja, mit Schild wäre das wohl auch nicht anders. Komisch, dass er immer diesen einen Folgeangriff da macht, aber nie trifft, ne? Ne, jetzt kommt das Vieh. Das Ding da. Zack. Ach, diese Feuerkugeln sind auch zum Glück überhaupt nicht nervig. So, jetzt will ich aber wenigstens hier die Seelen wieder haben. Ah! Nein! Lass das! Ich will nur vorbei! Lass mich einfach durch, ja? Ich will einfach nur hier durch. Nein! Aus! Aus jetzt! Ich will doch einfach nur hier durch. Und diese Ratte killen. Wieso ist der Angriff beim Rennen eigentlich schwächer? Das macht irgendwie keinen Sinn. Wenn ich auch den ganzen Schwung vom Rennen mitnehme... Wie soll der Angriff dann irgendwie schwächer sein, als wenn ich einfach bloß zuschlage? Das leuchtet mir nicht ein. Das muss man mir erklären.
Aber naja. Meckern auf hohem Niveau. So, die Ratten, hier können wir jedenfalls nichts anhaben. So, das Rattenvieh ist mir auch egal. Ich muss jetzt irgendwie noch an den Fröschen vorbeischleichen könnte, wäre das sehr gut. So, das eine Vieh hier killen wir. Den anderen können wir vielleicht einfach vorbeirennen. Jetzt müssten meine Seen aber eigentlich irgendwo hier vorne liegen, ne? Da sind sie. Das ist, glaube ich, immer nur gerade hier hoch, weil ich wissen sie, was hier ist. Wenn ein Leuchtfeuer ist, müsste ich nämlich nicht die ganze Zeit da hinrennen. Da steht irgendwer, das gefällt mir nicht. Okay, wir kümmern uns erst um den Typen da unten. Da steht so ein Schwarzritter und bevor ich da jetzt versuche durchzukommen, da aufverrecke, muss ich dann doch wenigstens meine Seelen haben. So, diesmal aber. Ich nehm den. Hehe. Was macht er? Was macht er? Okay, hat mich irgendwie nicht getroffen. Nimm den. Oh, shit. Hat aber trotzdem irgendwie hingehauen, weil er mich nicht so richtig getroffen hat. Boah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie viel Schaden macht dieses Teil? Der One-Mit hittet mich ja fast, ey. Aber nur wegen dieser Stance. Es hat irgend so ein Spezialangriff-Dingens oder so. Boah, ist ja abartig, das Ding. Scheiße, was mach ich denn da? Keine Ahnung, wir müssen es einfach nochmal in der nächsten Folge versuchen. Also, sonst bleibt mir ja schwer übrig, ne? Dann versuchen wir es einfach da nochmal und das Problem ist, ein Treffer und ich bin so gut wie tot und ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Ich kann halt schlecht irgendwie eine richtig fette Rüstung anziehen oder so, ne? Keine Ahnung. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Das versuchen wir dann einfach in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann da wieder. Und irgendwie werden wir den Typen schon klein kriegen. Wir kriegen das hin. Aus dem muss ich das Schwert haben. Wahrscheinlich kann ich es gar nicht mal heben. Aber egal. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann ist der Typ fertig.